Wunderschönen guten Tag, die Damen, die Herren. Heute, wie versprochen, was in dem Aquarium rumschwimmt, das seht ihr jetzt. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute schließen wir das Projekt Garnelentreppe ab. Ein Aquarium ist ja noch übrig, dessen Besatz ich euch noch nicht gezeigt habe. Meine Lieblingsfarbe, was wohl anhand meines Logos unschwer zu erkennen ist, ist die Farbe Blau. Also war es so gesehen wohl Pflicht, dass in einem der Becken definitiv blaue Garnelen einziehen müssen. Eingezogen sind sogenannte Crazy Blue Garnelen. Bei diesen Garnelen handelt es sich ebenfalls um eine Zuchtform. Bekommen habe ich die Tiere von meinem Freund Carlos. Wer meinen Kanal verfolgt, kennt den Namen bereits. Für ihn habe ich das Strömungsaquarium für Pandaschmerlen eingerichtet. Diese blau gefärbten Garnelen sind bei Carlos bei der Zucht eines anderen Garnelenstammes gefallen. Genauer gesagt aus einem selbstgezogenen Galaxy-Fischbohnenstamm. Laut eigener Aussage hat Carlos vor 6 Jahren Aura Thai, damals auch als Tüpfelgarnelen bezeichnet, gekreuzt. Dabei fielen unterschiedliche Farbschläge, aus denen er rückgekreuzt hat, ohne dass eine Tigergarnele mit in die Linie eingekreuzt wurde. Bis mit weiterer Selektion unter anderem diese Garnelen, die ihr hier seht, entstanden sind. Ich konnte definitiv nicht widerstehen. Da ich bei Carlos in der Anlage war, dachte ich mir, ich zeige euch mal noch ein paar bewegte Bilder seiner Tiere und der Anlage. Die Anlage befindet sich aber gerade im Umbau und ich war etwas im Zeitdruck, da ich den nächsten Morgen schon um 3:45 aufstehen musste, um pünktlich meine Frühschicht anzutreten. Wir werden also nochmal, wenn alles fertig ist, vorbeischauen. Carlos hat momentan 50 Aquarien. Es werden aber am Ende etwa 80 Aquarien sein. Die Garnelenbecken haben 10 bis 54 Liter. In der Anlage leben neben vielen unterschiedlichen Arten auch 8 Wildstämme, da Carlos die Erhaltung von alten Stämmen am Herzen liegt. Aber natürlich auch viele bunte Hochzuchtstämme. Die Anlage wird auch mit Schwammfiltern betrieben und auch hier wird selbstverständlich bei den meisten Arten mit Osmosewasser und Mineralsalzen gearbeitet. We got millions of reasons to let it all go. We're not too broken. I know I'm not always strong. And I've been counting days to get away, to see you again, been finding ways to get away, to see you again, see you again. Genau wie ich hat Carlos Gefallen an Kerbflingen gefunden. So konnte ich mich für die Garnelen erkenntlich zeigen und ihm eine Ladung von meinen Teddy-Kerbflingen und meinen Metall-Kerbflingen mitbringen. Natürlich steht auch mittlerweile das Strömungsaquarium an seinem Platz und die Bewohner sind eingezogen. Die Tiere sind schon nahezu ausgewachsen und haben daher keine Jungfischfärbung mehr. Gut genährt und agil sind sie unterwegs. Würde mal behaupten, dass wir mit dem Becken was richtig gemacht haben. Den Orchideen, die wir als Überraschung für Carlos Frau und Tochter mit integriert haben, geht es ebenfalls gut. Sobald die Anlage fertig ist, kommen wir wie gesagt definitiv nochmal zurück und uns alles anschauen. Sofern ich nicht vorher es schaffe, nochmal hochzukommen und vielleicht auch beim Umbau etwas helfen kann. Und die Schmerlen werden natürlich definitiv ausgiebig für eine Fischvorstellung gefilmt. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ist heute wirklich nicht lang, entschuldigt es bitte. Aber wie sieht's denn aus? Gefallen euch die Crazy Blue Garnelen? Gerne eure Meinung ab in die Kommentare. So Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Damit haben wir die Garnelenanlage abgeschlossen. Ich hoffe, euch gefallen die Arten, die ihr rumschwimmen. Vielleicht wird sich da auch irgendwann noch mal was dran ändern. Wie gesagt, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich mir jetzt nicht mega High-Grad-Tiere geholt habe oder mega schwere Arten, um erstmal da reinzukommen. Kann auch sein, dass sich in kommender Zukunft noch was verändert. Vielleicht wird es auch noch mehr. Vermutlich wird es immer mehr werden, weil man hat als Aquarianer immer ein Aquarium zu wenig. Und ja, natürlich auch vielen, vielen Dank an Carlos für die wunderschönen Garnelen. Blau ist meine Lieblingsfarbe, wie ihr eben schon gehört habt. Und ich bin hin und weg.
und bin sehr, sehr gespannt, was da so bei dem Nachwuchs rauskommt, allgemein in der Anlage, wann sich der erste Nachwuchs einstellt. Da werde ich dann auch mal noch ein paar Bilder veröffentlichen und sowas. Also vielen Dank, Carlos, für die wunderschönen Tiere, die du mir anvertraut hast. Und lösen wir auf. Carlos war jetzt schon einmal Spanier. Diesmal war er Mexikaner. Carlos ist in Wirklichkeit Portugiese. Danke, dass du den Spaß mitgemacht hast. Ich denke, war ganz lustig. Und ja, ansonsten in der Videobeschreibung findet ihr Links, wie mich auf Facebook, Twitter, Instagram und so weiter findet. Ihr könnt mir folgen, mir ein Like da lassen, mir eine Freundesanfrage schicken oder was auch immer. Und mir bleibt nicht mehr viel mehr zu sagen, außer wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ihr Fischlinge, und ich bin raus. Tschüss.